ich kann es gar nicht beschreiben. Ich habe noch keine Ahnung, was passiert. Ich habe so das Gefühl, es wird wieder irgendwas unglaublich Magisches, Außergewöhnliches passieren, was ich nicht predicten kann. Boah, oh, komm mal darüber. Lol. Holy shit. Holy shit, jetzt wird's krass. Jetzt geht's los, glaube ich. Jetzt geht's tatsächlich Alter, los. Alter, wie groß ist der See? Oh das mein Gott, Fluss. Der See ist riesig. Der liegt ja bis nach da hinten noch. Alter, Falter. Alter, ist das geil gerade hier. Do you know the feeling of being lost? Not really feeling the same joy for life you once did? And somewhere along the way, you lost the passion for things that used to make you feel alive and connected. That's at least how I have felt the last couple of weeks. I've lost my passion for filmmaking. And I wasn't really feeling the same joy for life anymore. And I just didn't really know why. I just knew I had to do something about it. Going somewhere, retreating from my daily life for a while. And then one day, on the balcony, it came to me. I want to go to Italy. But I didn't want to go alone. I want to share this experience with other amazing human beings. That's when Daniel and Valentine joined me on this trip. We quickly booked an Airbnb and went off on a 10-day adventure to the beautiful Lago Maggiore. Hi. Das hier ist der letzte Abend, bevor es nach Italien geht. Morgen früh, nachts um 4 geht es los, 10 Stunden Fahrt. Und dann sind wir am Lago Maggiore. 9 Nächte, 10 Tage lang und es fühlt sich so weird an. Es ist jetzt schon ein Jahr her, dass ich das letzte Mal auf Reisen war. Ich habe noch keine Ahnung, was passiert. Ich habe so das Gefühl, es wird wieder irgendwas unglaublich Magisches, Außergewöhnliches passieren, was ich nicht predikten kann und was wieder einfach diese Reise so besonders macht und dieses Abenteuer so besonders macht. Und deswegen freue ich mich mega darauf. Ich freue mich mega, dass ihr mit dabei seid. Ich freue mich mega einfach komplett kreativ inspiriert zu sein von dem, was passiert, was mich da erwartet und wieder mich mehr mit mir selber zu connecten. Meinem Herzen, mit der Natur und mit den wundervollen Menschen, mit denen ich diesen Trip begleiten darf. Ready for the handstand? Yeah, yeah. Ready for the boys? Ready for the handstand? Ready for the boys. Woo! So der beste Hardshot bisher. Das war richtig geil. Holy shit! Woo, let's go! We're getting closer! Woo, I'm so bright! Wow! Crazy! Ja. Wow, Magic Tricks. The first few days, I was still on my 7-day fast that I started right before the trip, which gave me the opportunity to deeply look within myself, reflect on everything that has happened, and who I want to be in the future. I reconnected with myself and truly fell in love with my body and my emotions again. Everything that happened around me felt like scenes in a movie that are just flashing by and I'm just the observer of it all.
yes. And then the big moment was finally there. Biting in a juicy date after 7 days without any food. What can I say? I just felt it in every of my 50 trillion cells. In the next days, there were a lot of moments like this, where I just felt so connected and so deeply in love with everything around me. I'd be lying if I said I felt like it all the time. Those moments of pure bliss are the moments I will never forget. Geil! Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wo wir gerade sind. Wir sind hier gerade in so einem. Ich zeig euch hier. Ja. In so einem kleinen Ding hier und fahren da oben hin, denn da oben ist ein Restaurant, in dem wir essen. Mit diesem geilen Blick da. Holy shit. Und da vorne ist Scotty. Man sieht's nicht. Wir machen gerade Titanic. Machen Titanic. Ja, das ist voll süß. Holy shit, ey. I'm so ready for it. Oh, look, wow! Holy crap. Alter, look, das sieht doch krass aus. Look it. Oh, oh, komm mal darüber. Lol. Holy shit. Holy shit, jetzt wird's krass. Jetzt geht's los, glaube ich. Jetzt geht's tatsächlich also, los. Alter, wie groß ist der See? Oh das mein ist ja ein Gott, Fluss. Der See ist riesig. Der liegt ja bis doch da hinten noch. Alter, Falter. Das sieht echt aus wie ein Riesenfluss. Das ist ein Fluss? Wow. Das ist Scotty. Oh mein Gott. Alter Falter. Holy shit, ey. We're at the top. That's crazy. Let's go. Okay, Leute, ich gehe jetzt ins Restaurant hinein. Mit unglaublich geilem Blick. Da geht's rein. Wow. Holy shit. Das ist unser Tisch. Hey, ne? Wie geht's? Ey, hier sitzen wir einfach. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. This whole experience was one for me to truly look deep within. And on this journey, I found that there's love. There's love within me. And there's love all around me. There's love everywhere. And what can I say? I found my passion for life again. On this journey, I made memories I will never forget. Because sometimes, it's only a few moments that will stick with you and change your life forever. It's going down again! Wow, es ist so eine geile View, ich kann nicht mehr. Wow! Look at this. This is beautiful. Truly beautiful. Oh, I just love to be alive. Wow. Oh, I just love it.